Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen zur Trader Local hier in der Kellerrunde. Ja. Runde 3 von... Boah, so spät schon. Boah, es ist wirklich schlimm. Runde 3 von 4, aber für die Casual-Runde die letzte wahrscheinlich. Genau, wir sind nämlich nur 6 Leute. Genau, ihr seht gleich in der vierten Runde also nicht mehr Casual, sondern Meta. Voll krasse Meta. So, damit wir die obligatorischen Dinge aus dem Weg haben. Wer mitspielen will, jeden Dienstag um 19 Uhr Casual und normales Turnier und fast jeden Samstag mittlerweile zum Glück wieder. Alle zwei Wochen Samstags, irgendwie sowas. Nee, tatsächlich jetzt auch jede Woche seit den letzten paar Wochen. Okay. Also jetzt öfter auch auf jeden Fall samstags um 12. Ja. Ticket kaufen und vorbeikommen. Ganz genau. Vielen Dank. Vor gegen mir sitzt der Robert. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Ja, vor mir sitzt Dominik. Ja, ihr kennt ihn, ihr hasst ihn. Das hast du gesagt, du wolltest es sagen. Sag doch. Nein, ich wollte nur sagen, nee, Kai, danke, ich brauche keine Zombie-Wiedergeburt. Hab ich noch das ist von. Nicht Zombie-Wiedergeburt, das ist Zombie-Wiedergeburt. Den Besten einer Lore. Oh, die beste Lore, das ist schwierig. Aber da überlegen wir uns mal. Wollen wir anfangen? Bereitet eure Lachmuskeln vor. Ja, maybe, ne? Ja, komm, wir würfeln mal. Ja, okay, komm. Hoch oder tief? Hoch. So. Ja. Das ist sehr gut, Robert. Weitermachen. Das ist das Niedrigste, was ich heute gewürfelt habe. Pass auf, 1. Ah, ja, wunderbar. Und nochmal. Eine 4. Kommt jetzt auch nochmal eine. Das ist nicht schon wieder eine 4. Das hatte ich eben mit Schneemann schon. Da habe ich auch schon viermal dasselbe gewürfelt. Das ja, warum würfeln wir eigentlich? Fang du an. Was? Ja, ich kann doch nicht anfangen. Ja, das weiß ich, aber warum jetzt? Ja, immer. Muss den Timer noch starten. Entschuldigung. Ja, mach das mal. Da steht 15 Minuten. Ja, das ist nicht der richtige. Okay. Und mit den 50 Minuten. So, jetzt haben wir es. 15 Minuten ist nur fürs Essen. Auf ein gutes, genau. Bis die Pizza ist schon durch. 15 Minuten, wenn du nicht vorher vorheizt, dann kannst du ja einfach reintun, 15 Minuten einstellen. Man mag es kaum glauben, weil Schneemann ist irgendwie wieder aufgetaucht. Der ist angelaufen gekommen heute. Ja, ihr habt gemerkt, dass Dirk nicht da ist. Er hat gesagt, ich gucke mal. Genau, das war die Idee. Was das denn eklig ist. Ach Gott, ich habe auch nur eine tolle Hand. Senpai Main. Mhm. Ja. Ich fange mal mit Normal Summon. No Bank Seamin. Ja. Dann würde ich gerne den Effekt von Seamin aktivieren. Machst du Lebenspunkte, dann mache ich das Geplimmer. Ich zahle 600 Lebenspunkte und dann darf ich mir ein Punkmonster von meinem Deck auf die Hand nehmen, außer Seamin selber. Das ist okay. Hey, es bimmelt sogar diesmal. So, dann werde ich mir mal. Ich muss mal gucken, was. Ja, Dirk haben wir auch gedacht und gehofft, aber er ist tatsächlich wieder da. Gehofft und gedacht. Was? Einer hat von mir zweimal Kraft rausgeholt? Ja, gerne. Ich hatte so ein paar davon über. Also ein super Rare Kraft Kraus, sowas spiele ich doch nicht. Ich spiele nur den Secret Rare. Den ich schon seit, was weiß ich, 5 Jahren habe oder so. Dann hätte ich mir mal, schwere Frage tatsächlich, ich hätte mir mal so einen guten Ogre. Ogre. Tada! Der Glitzer. Danke Robert für zweimal. Dinge. Ja, ich hab da. Blendet tatsächlich. Da so, ich muss eh noch 100.000 mal dran wahrscheinlich. Ich weiß. Ich habe keine Ash. Wie? Warum? Ja. Warum? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Dann als nächstes würde ich den Effekt von Fuchsmelodie ansagen und mit Kosten abwerfen für eine Spezialbeschwörung von meinem Deck von einem Punkmonster, was nicht der Stufe 8 entspricht. Ja, mach mal. Wer könnte das jetzt sein? Gute Frage. Shirakusai, ui. Welcome to the board. Und dann würde ich tatsächlich wieder 600 Lebenspunkte bezahlen. Boah. Wir merken einen Rhythmus. Di-di-di-ding. Für eine Fusion zwischen diesen beiden wunderschönen. Zack. So. Fusion. Und dann kommt ein Fisch. Karpfen. Karpfen. Er ist tatsächlich ein Fisch, man mag es kaum glauben. Tatsächlich. Einer der wenigen Punks, die Fische sind und keine. Eines der wenigen Fischmonster, die es gibt. Einer der wenigen Fischmonster, die Punks sind, auch noch. Oder so rum, ja. Und dann würde ich natürlich auch den Effekt vom guten Karpfen aktivieren, indem ich ihm selber als Tribut anbiete, darf ich zwei Punkmonster von meinem Deck beschwören, die nicht Stufe 8 sind. Oh nein. Okay. Das Deck, vor dem Dirk letzte Woche so viel Angst hatte, das hat es doch in den Stream geschafft. Ja, du sollst Karim Max 10, PlayStation Max 10 High Rarity mitbringen. Kriegen wir hin. Kriegen wir gerade noch hin. Max 10 Secret wird doch in Japan nicht Gott weiß, wie teuer sein. Ich denke auch nicht, dass die allzu teuer sind. Aber sowas wie Max 10 Ulti hier aus dem ODS-Berg, das wäre doch was für Karim. 3 Stück.
ich kann mal gucken, was sich da machen lässt. So, nehmen wir die beiden guten. Mhm. So, und dann würde ich auch, wenn von dir jetzt erstmal nichts kommt, in eine Synchro gehen. Ja, was soll ich denn machen? Ja, das weiß ich doch nicht. Nee, selbst ein Vader würde mir da nichts bringen. Ja, mach die Synchro. Könnte ja sein können, dass da noch was passiert. Shifter oder was? Ahnung. Komm. Shifter wird mich doch selber voll killen. Jamme Dragon 3. Das ist Runde 3 im Turnier. Beziehungsweise, ja, und genau. Und Duell 1. Duell 1 von Zug 1. Zug 1, Turn 1, erste Phase. Ach nee, die dritte. Ist ja die Main. Anyway. Gem Dragon Drive aktiviert sich genauso wie hier Schnote, weil sie auf den Friedhof gelegt wurde. Und dann machen wir hier mal die 1 und hier mal die 2. Mhm. Für sie muss ich 600 Lebenspunkte bezahlen. Das muss ich ja sowieso. Hast du verdient. Tada. Dann darf ich mir gleich ein Psy-Monster der Stufe 3 aus dem Deck auf die Hand enden. Aber erstmal darf ich ein Punk-Monster, was nicht Stufe 5 ist, von meinem Friedhof spezial beschwören. Okay. Nicht Stufe 5, also Stufe 3 und Stufe 8. Yes. Das ist nett. Finde ich auch. Frage ist nur, was ich nehme. Wir machen das mal so. Shirakusa ist eigentlich eine tolle Karte. Dann adde ich mir. Mhm. Und ich adde mir das beste Punk-Monster, was es gibt. Geisteruhr. Das ist ein super Punk-Monster, ja. Das ist ein Psy-Monster der Stufe 3. Genau, es ist ein Psy-Monster Stufe 3. Also ein Punk-Monster. Nach Definition. Nein, Geisteruger war zuerst das. Alles andere sind Geisteruger-Monster. Das ist alles Geisteruger, das ist recht. Ja. Und dann noch Notfall-Teleport und noch ein Geisteruger aus dem Deck. Das wäre sehr schön, aber wir machen das mal so. Ich setze mal eine Karte verdeckt. Robert darf abheben. Können die beiden dann noch was die auf dem Feld sind? Auf sie, also Gem Dragon darf auf dem Feld nichts. Sie darf sich aus dem Friedhof spezial beschwören, wenn du auf einen Punk-Effekt reagieren würdest. Okay. Und der Shirakusai, der darf für den olympischen Preis von 600 Lebenspunkten in deiner Mainphase, also ich glaube generell, ich muss einmal selber nochmal schnell gucken. Während deines kompletten Spielzugs tatsächlich für 600 Lebenspunkte eine Synchro-Beschwörung auslösen, sofort nachdem der Effekt durch ist. Oh, okay. Und ja, damit gebe ich dann erstmal ab. Gut, dann ziehe ich mal. Das ist gut. Dann Standby Main. Okay. Dann fange ich mal an mit einem Raigeki. Raigeki. Mhm. Das ist natürlich jetzt ekelhaft, dann würde ich doch tatsächlich Shirakusa anketten wollen. Für 600 Lebenspunkte darf ich dann... Di-di-di-ding. Achso. Piep. Piep. Was war das denn? Das war das beste Piep aller Zeiten. Das war nur Piep? Ja. Das war ein... Dann kommt der gute Pfeilbestrafer. Ja. Der wird dann nämlich auch nicht zerstört, weil ich weniger Lebenspunkte als du habe. Der ist nämlich, solange ich weniger Lebenspunkte habe, von deinen aktivierten Effekten vollkommen unberührt. Das ist richtig. Und der hat 3,5 ATK. Und sobald du in die Battle Phase gehst, kriegt er die Differenz unserer Life Points wunderschön obendrauf, dauerhaft. Da ist ja die Frage, Differenz zählt in beide Richtungen, oder? Differenz zählt in beide Richtungen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt nur noch, dass ich die 1000 Lebenspunkte weniger habe, so kriegt er auch die 1000. Dann kriegt er die auch oben drauf, ganz genau. Das ist ja eklig. Na, die Karte ist voll toll. Voll toll, ja. Dann mache ich erstmal weiter mit einer Zahlungnahme. Das ist okay. Wer Spaß? Ach nee, warte, das war. Ja, genau. Darf ich zwei ziehen? Ja, klar. Das war sehr nett von dir. Das macht es jetzt auch nicht besser. Finde ich gut. Dann aktiviere ich mal einen Blitzsturm und sage Zauberfallenkarten. Du hast aber auch alles auf der Hand da drüben, oder? Du magst meine Punkkarten nicht. Das ist richtig. dann aktiviere ich mal die Melodie des erwachenden Drachen. Werf eine Karte ab und suche mir dann zwei Monster vom Typ Drache, die 3000 oder mehr ATK und 2500 oder weniger Def haben. Ja. Dann tun sie das. Das werde ich tun. Ein Blue Eyes. Und einen... Du hast keine Starterlaubnis, soll ich dir sagen? Ja, habe ich schon gelesen. Ich darf nicht abheben, weil du keine Starterlaubnis hast. Maxé ist so ein leidiges Thema. Also ich bin tatsächlich dafür, dass er zurückkommt. Manche Leute mögen das nicht verstehen, aber ich finde... Ich meine, guckt man sich das OCG an, wie viele Leute spielen tatsächlich Maxé, ist nicht mal so viel tatsächlich. Ja, also wenn der jetzt wieder da wäre, dann wird natürlich jetzt erstmal hier ein bisschen dauern. Das wird erstmal eine Welle geben, weil alle, oh, Maxé, aber... Ja, oder manche Leute, oh, scheiße, Maxé, und wie er steht, man muss dann Karten dagegen spielen und dann kann man halt doch Kombos bauen und hin und her und vor und zurück und alles eklig. Und wie kriege ich das Ding da jetzt weg? Tut nicht raus. Nein, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich bin ja demnächst mal weg. Ja, Gott sei Dank. Wow, vielen Dank. Ah, guck mal, ist doch nicht vollkommen unberührt.
ist nur von aktivierten Effekten unberührt. Das habe ich dir aber auch genauso gesagt. Bist du dir sicher? Ja. Gut, dann... Chat, ihr habt's gehört. Ist das okay? Wie kriege ich das Ding denn da trotzdem weg? Kräfteraum. Er hat immer noch 3500. Ja. Und in der Battleface geht er halt, kriegt er halt mehr. Yes. Kannst du einfach deine Battleface überspringen, musst du sogar erst reingehen. Ich muss das Ding ja im Grunde durch Kampf zerstören. Und er hätte dann 3,5 plus 2,4 sind 5,9. Das ist ja wenig, da komm ich drüber. Ich zeig dem Blue Eyes vor. Oh. Und würde gerne einen alternativen weißen Drachen beschwören. Da hinten hin. Jo. Dann, ist immer mehr Silber als Weiß, aber okay. Ja, hast du recht. Hm? Dann hier, Gefahr Bigfoot. Hier. Diese genau. Karte. Genau, jetzt darfst du zufällig eine Karte auswählen, wenn es nicht der Bigfoot ist. Also die Karte, die ausgewählt wird, abgeworfen. Wenn es nicht der Bigfoot ist, darf ich ihn Score 1 bis 6. Genau, ich nehme den zufälligen Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, wenn es 6. Wenn es abgeworfen wird, wird... Ah, verdammte Kacke. Warum willst du meinen Pfeil bestrafen? Jetzt darf ich eine offene... Weil er abgeworfen wurde, darf ich eine offene Karte wählen und die zerstören. Nee, ich darf nur eine wählen, die... Ach, nur ich? Okay. Ich darf den trotzdem wählen. Komm, ich wähle den einfach. Okay. Oh. Scheißegal. Ja, er weicht gekonnt aus. Ja, er muss eine Karte von dir sein. Oh, schade. Bitte. Eine offene Karte werden die Gegner kontrolliert, ja. Das ist jetzt natürlich ganz blöd, weil jetzt komme ich über das Ding nicht mehr drüber. Das ist gut. Das ist echt blöde jetzt. Robert spielt Stufe 8 Turbo. Ja, das ist Stufe 8 Toolbox. Das ist im Grunde Blue Eyes, Danger und Horus. Das habe ich vor 2 Wochen schon gespielt. Meine Karten für meinen Red Raptor Deck sind noch nicht da und ich hatte keinen Bock, was anderes zu bauen. Deswegen habe ich das Deck einfach nochmal mitgenommen. Ja, es ist natürlich blöd, weil jetzt komme ich über das Ding noch nicht mehr drüber. Okay. Das ist jetzt natürlich richtig doof. Ja, mit euch kann ich nichts anfangen. Umso besser. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen traurig. Dann gehe ich einfach direkt in meine Mainphase. Ich würde gerne meine Battleface überspringen. Okay, du meinst deine Endphase. Ja, genau. Ja, in meine Endphase, genau. Achso, dann draw for turn. Ja, mach mal. Standby und Main. Hast du was im Friedhof? Ich glaube nicht, ne? Ne, nichts, was ich gerade benutzen könnte. Der Jetdrache halt schon, wenn eine Karte zerstört wird und ich einen weißen Drachen auf der Spielfeldseite oder im Friedhof habe, dann darf ich den von Hand oder vom Friedhof specialen. Mhm. Ich muss mal kurz in meinen Friedhof gucken. Der heißt ja immer blauiger weißer Drache auf dem Feld und im Friedhof. Solange auf Spielfeld oder Friedhof liegt, ja. Okay, und der macht so generell aber nichts mehr. Nichts mehr, ne. Der kann sich nur von der Hand beschwören, wenn du einen weißen vorzeigst. Genau, das ist kein Effekt, sondern das ist einfach eine Beschwörung. Mhm. Wo sind die normalen? Eine Kastierer-Engine in Red Raptor. Habe ich überlegt, aber ich glaube, ich werde Red Raptor erstmal pure spielen. Beziehungsweise eventuell mit Zephyros dabei. Also ohne flaumiger Lanius, aber ich weiß noch nicht. Mal gucken. Okay, ich gehe es dann bei erstmal die ganzen Karten suchen und nächste Woche habe ich Urlaub, da habe ich eine ganze Menge Zeit zu basteln. Dann kommen auch neue Decks von Robert. Okay, auf jeden Fall, ich gehe in die Main. Mhm. Dann würde ich dir gerne den Effekt von Hirschnote ansagen. Ich zeige dir sie und ein anderes Punkmonster vor. Eins davon darf ich spezial beschwören, das andere kommt auf den Friedhof. Oh nein. Hallo Ogre? Ja, natürlich. Was auch sonst? Genau. Da ich weniger Life Points als du habe, darf ich den guten Goldstolz Leon von meiner Hand spezial beschwören. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich in eine Synchro 11 gehen. Noch eine. Nein, wir spielen nur ein. Ich weiß nicht, ob er auf Verband ist. Ich weiß es auch nicht, aber ja gut, davon wird man auch nicht 2 spielen. Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch so andere lustige Karten, zum Beispiel... ja, da wird ein Deckprofil von mir kommen müssen. Den guten... Oh, ich muss ihn mal ablesen. Ja, ich genau. Ukiyo-e Punk, erstaunlicher Drache. Der ist richtig erstaunlich, denn wenn dieser Drache spezial beschworen wurde, darf ich dir für jedes Stufe 3 Psy-Monster in meinem Friedhof eine Karte auf die Hand zurückgeben. Ja, wie viele hast du denn da? Mehr als 5. Ja gut, dann gib mir bitte mehr als 5 Karten auf die Hand zurück. Bis zu. Ne? Also schade. Da ist schon einer, also... Ja gut, musst du die wählen? Ich glaube tatsächlich ja. Muss dann mal wähl mal. Der arme Robert. Du kannst Karten, die dann gehen, musst du also wählen, ja. Darfst du auch die vom Friedhof zurück auf die Hand geben? Das finde ich nämlich geil. Nein. Kannst Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Psy-Monster der Stufe 3 mit unterschiedlichen Namen wählen, die du kontrollierst und sich in deinem Friedhof befinden, gib sie auf die Hand zurück. Ich wähle also deinen illustrigen Drachen. Fluff.
So, dann würde ich in die Battle Phase gehen. Ja. Dann kriegt mein Psyant-Bestrafer einen wunderschönen Push von 2400. Das ist zu viel. Auf 5900. Ja, das dann kriegst du einen Doppelschlag. Mhm, das reicht. Alles klar, gehen wir ins Zweite. Ah, eklig. Ah. Hättest du den Bigfoot nicht getroffen, ne? Wäre tot gewesen. Ah. Ja, hätte ich was machen können. Okay. Dann wäre ich drüber hergekommen. Ah, 5-9 reicht ja nicht. Wir werden es ja noch sehen. Ne, jetzt nicht mehr. Du wurdest verpflichtet vom lieben Dirk für Deck Profiles for Rave Raptors? Ne, nicht verpflichtet, gezwungen. Da steht verpflichtet. Ja, das sagt er nur so netterweise. Lichtverpflichtet. Lichtverpflichtet. Das war was anderes. Was hast du von der Idee Branded Runic? Was hast du von der Idee, Brandon? Was ich davon habe? Nur Schmerzen und Trauer. Schmerzen und Trauer. Ja, es tut doch weh. Branded Runic. Es hört sich gefährlich an, auf jeden Fall. Das hört sich widerlich an, ja. Der Robert. Der Robert kann sowieso nicht anfangen, also muss ich mal gucken. Oh Mann, oh, hat aber doch recht. Das kann ich doch nicht. Das hat er einfach nie gelernt, das ist leider nee. So. Nee. Ja, Going Second macht dafür viel mehr Spaß. Das stimmt. Ich wurde verzwungen. Ja, ich wurde dazu gezwungen. Das ist böse Backen. Ihr seid mich ja bald los. Mein Gott. Da freuen wir uns alle schon drauf. Meine, eine gute Sache wollte ich ja für dich tun. Deshalb bin ich jetzt noch mit dir ins Stream gegangen. Ja. Eine muss ich ja dann. Einmal muss ich ja doch mal nett sein. Du magst ja kaum glauben. Ja, genau. Was spielst du? Du spielst Blue Eyes. Und machen wir doch mal sowas. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir einfällt, was da was hilft. Gegen das Ganze. Das sollte auch nicht sein. Zack. Der Computerscan wurde abgeschlossen. Ja, super, danke. Keine Erkennung gefunden. Der ist schon seit abgeschlossen, glaube ich, seit wir hier drin sind, so wie ich das gesehen habe. Der gute Computerscan. Branded Runic ist nicht gut. Ne, du spielst einfach Runic falsch. Ist egal, was du mit Runic spielst, aber Runic allein ist doch schon eklig. Umso höher die Rarity, umso teurer werden auch im fernen Osten die Karten, Kari. Also musst du mir bitte vorher sagen, wie hoch die Rarity sein soll, wie viel du ausgeben möchtest. Die Dinger gibt's auch in Quarter, Starlight und alles. Gibt's echte ja, Starlight? Ja, Maxe gibt's auch in Quarter und ich glaube sogar auch ja, in echter Starlight. Gut, Quarter ist klar, aber Starlight ist jetzt die Frage. Ich glaube auch. Also ich weiß, dass es auch auf jeden Fall ein Ultimate Rare gibt, da ist ja auch recht teuer. Und die japanischen Ultis sind noch wieder ganz anderes als unsere. Ich muss noch eine Karte sein, entschuldige, ich habe ja, ein bisschen verquatscht mal wieder. Och, du hast 3 Minuten Zeit zum Quatschen. Ja, Alter, das Runisch funktioniert bei dir anscheinend, Karin. Das ist einfach doppelt eklig. Doppelt eklig. Du musst für Altergeist musst du dir das Auge der Illusion holen. Das wollte ich auch noch mal irgendwo spielen, ich muss mal gucken, wo. Plopp, eine Karte raus, eine Karte rein. Was du Kari gönnen willst und was in deinen Koffer passt. Ich glaube, Karten passen ein paar rein tatsächlich. Ja, so 3, 4. Wir spielen tatsächlich deutsche Karten hier, ja? Und eventuell auch ein paar englische, so eine Handvoll. Vielleicht. Und eine französische. Du spielst eine französische? Ja, nicht in diesem Deck, aber ich habe eine aus Frankreich mitbekommen mal. Ach so. Die ist... ja, ich spiele halt 3-mal Spanisch Baby Cerasaurus, weil der halt Baby Cerasaurus geschrieben wird auf Spanisch und der halt aus Duelist League kommt hier in Colored Rare und der kostet da einfach ja, nur ein Drittel oder ein Viertel von dem, was er hier was der auf Deutsch gekostet hätte. Ich fange an. Okay. Hast du was gelernt heute, oder? Nein. Das bringe ich jetzt einfach. Mal gucken. Okay, ich bin gespannt. Ach, guck mal, damit kann man ja eventuell schon mal was anfangen. Ich setze mal eine Karte. Hier außen. Dann... Ach, Robert, du bist auch säumig. Ah, ich hab... Das, wieso ich? Du hast das auch vergessen. Wieso? Ich hab's doch nicht. Ich hab's doch gerade gemacht. Ja, also. Beschwer dich doch nicht. Gut, doch dran gedacht. Dann würde ich gerne meinen Angriffssynchron specialen. Den darf ich specialen und krieg dann 700 Punkte Schaden. Das ist nicht gut. Du sollst keinen Schaden kriegen, bevor ich mir Schaden mache. Oh, so ein Pech aber auch, wa? Dann würde ich gerne die Melodie des erwachenden Drachen aktivieren. Und werfen einen alternativen Blue Eyes ab. Erschlossen? Ja, okay. So, die sind so anfällig. Erschlossen einfach minus 2, ja. Das ist so eklig. Ich nehme Blue Eyes und einen alternativen. Blendet eine lustige Idee. Ja, Gimmick-Marionetten-Lock, haha, keine Ahnung. Was ist deine Definition von lustig? Exodia? Exodia.
Ich fusioniere alle 5 Teile der Exodia. Da kommt doch demnächst sogar was mit einer Exodia-Fusion, ne? Ja, ja, die braucht halt auf die. Ich zeig dir mal ein Blue Eyes vor, um den Alternativen zu specialen. Genau, da kommt ja demnächst noch was Interessantes. Ich mach mal eine Synchro 10. Okay. Bringt jetzt zwar gerade noch nicht ganz so viel, aber besser als gar nichts. Mein Shenging. Oh. Der ist aber kein Drache, das ist ein Würm. Genau, der ist kein Drache, der ist ein Würm. Der kriegt 100 ATK und Death für jedes Monster, was verbannt ist. Und die du kontrollierst, verlieren 100 ATK und Death für jede Karte, die verbannt ist. Und falls der durch Karteneffekt zerstört werden würde, kann ich stattdessen eine Karte von meinem Friedhof verbannen. Und falls eine Karte verbannt wird, ein oder mehr, dann kann ich je eine Karte von deiner Spielfeldseite und deinem Friedhof verbannen. Okay. Tu das doch. Hier liegt noch was und ja, dann bist du mal dran. Okay, draw for turn. Ich habe nichts, was ich aktivieren kann, ne. Stand by Main. Wir fangen an mit Goldstolz. Mehr Glück beim nächsten Mal. Auf Aktivierung der Karte darf ich mir ein Goldstolz-Monster adden und dann verliere ich die ATK des Monsters von meinen Lebenspunkten. Alles klar. Das ist mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, so hat es. Was hast du auch in die Karte gezogen hast? Mhm. Ja, gut, Shiba Warrior Taro, den gibt es nun mal nicht auf Deutsch. Das ist klar. Aber ich habe mir den auch geholt, der ist cool. Ich adde mir. Ja, Red Eyes und Blue Eyes auf Englisch, klar. Aber kommt ein bisschen drauf an, wenn die englischen Karten ein ganzes Stück günstiger sind als die deutschen, hole ich mir die auch lieber auf Englisch. Aber wenn es mir egal, hole ich mir die günstigeren. Damals habe ich zum Beispiel den Kraftchaos, deshalb habe ich einen auf Englisch, weil der halt günstiger war. So, ich muss wahrscheinlich nochmal dran. Ich verliere 1800 Lebenspunkte, weil ich mir einen Ballroller geholt habe. 1800? Ja. Ja, deswegen hast du dir auch den geholt, damit du möglichst viele Lebenspunkte verlierst. Ich hätte mir auch einen großen für 2,6 holen können, aber... Ja, der bringt dir halt gerade nichts. Der bringt nicht so viel. Deswegen hast du den jetzt genommen. Ja, ja, klar. Aber nicht die mit 300, weil das hätte ja nichts gebracht. Dann weißt du, da ich jetzt weniger Lebenspunkte als du habe, ja, ganz genau. Dann darf ich jetzt den guten Ballroller spezial beschwören. Ja. Dann darf ich Ballrollers Effekt ansagen. Der Schnelleffekt sagt nämlich, ich darf eine Fusion machen mit Goldstolz-Karten vom Feld oder meiner Hand. Mhm. Das tue ich auch. Ja. Mit einem Nitro-Kopf. Herr Nitro. Da. Und dann kommt jetzt, wo ist er? Der gute Goldstolz Ballgewirr. Und auf die Beschwörung vom Ballgewirr darf ich für das benutzte Fusionsmaterial, was zwei sind, Monster von deinem Spielfeld, an ihn anhängen als Ausrüstungskarte. Das würde ich auch tun wollen. Versuch es. Okay. Ich kann es jetzt gerade nicht verhindern. Das ist gut. Dann krieg ich dich vielleicht sogar tot. Mal gucken, was passiert. Super. Kriegst du irgendwie die ATK noch dabei oder so? Nee. Oder kopiert der Effekt? Der geht in der Endphase noch zurück aufs Deck. Dann darf ich eine Karte ziehen durch mehr Glück beim nächsten Mal, was recht lustig ist. Also der geht zurück aufs Deck? Genau, und dann geht dann weg. Ne? Mhm. Ja, der geht dann auf den Friedhof, genau. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und wenn er zurück aufs Extra-Deck geht, darf ich den Ballroller vom Friedhof holen. Oh nein. Auf jeden Fall. Normalbeschwörung, Se-Amin. Ja klar. Ja, was sind auch sonst? 600 Punkte zahlen. Du hast sowas von recht. Dann edde ich mir was Schönes. Ach, zieh dir einfach schon mal 5x600 ab. Kannst du halten wie die Dachdecker. Schon mal ein bisschen vorher. Ah, die beiden Anniversary Pack Artworks, ja, die sind cool. Aber es gibt halt von beiden, also beim Blue, beim Red Eyes würde ich sagen, das originale Artwork. Und beim Blue Eyes halt der aus dem Anniversary Pack, wo der auf dem Turm sitzt, das ist ziemlich cool. Oder sonst halt das Original Artwork, das was ich halt spiele. Das Anime Artwork. Ich habe übrigens die Galatea auf Französisch, falls es jemanden interessiert. Ach so. Den hätte ich mir. Aber nicht in Ulti, oder? Doch. Oh cool. Hab ich aus Frankreich mitgebracht. Geil. So, den haben wir jetzt. So, dann als nächstes würde ich dann noch ein E-Tele spielen, weil ich natürlich ihn hab. Weil warum auch nicht, ne? Jetzt ein Psi-Prozessor. Psi-Prozessor? Das ist voll die coole Karte. Es ist, aber bei mir macht das tatsächlich... Das wird halt voll die witzige Engine. Spiele ich dann einfach wie Mecken Heights oder so. Bei mir macht's der Shirakusai gerade. Der macht halt viel lustiger. Dann würde ich wieder 600 Lebenspunkte für den Robert bezahlen, damit er auch was zu tun hat und nicht nur da rumsitzt. Ah. Oh, jetzt habe ich so früh gedrückt. Egal. Damit ich damit eine Fusion machen kann. Na klar. Tadadadam. So. Kannst du noch so ein Ding bauen? Gab. Ah ja, was Gab perfekt. Ich biete ihn jetzt Tribut an, natürlich, um weiterzumachen. Holst wieder zwei, die nicht Stufe 8 sind. Yes, ist vollkommen erkannt. Ist das nicht voll langweilig, solche Kombo-Decks zu spielen? Ich will das selber machen. Ich mache ja nicht immer nur dasselbe. Ich habe ein Ballgewehr gebaut. Ja, weil du es gerade konntest. Aber jetzt machst du wieder dasselbe wie gerade. Ich mache auch ein bisschen mehr für dich. Einfach nur, weil du es bist. Guck mal, Waggon. Oh, super. Dann würde ich Waggon bezahlen wollen für eine Zauberkarte, Robert. Auch 600? Ja, natürlich. Auch immer 600, ist ja langweilig. Gesagt hat den Punkmonstern oder die Leute, die geschrieben haben. Ich habe mir das nie ausgesucht.
Trickster war viel besser. Minus 200, minus 200, minus 200. Ganz Zettel vollgeschrieben und Lebensmut immer noch nicht weg. Kommt die gute Gem-Session mit dem wunderschönen Druckfehler oben drin. Die würde ich auch aktivieren wollen. Druckfehler? Da, die, diese lustige Glitzerkante da oben. Ach so, na cool. Selber gezogen. Auf jeden Fall, die macht so viel, wie ich darf. Einmal pro Spielzug ein Punkmonster von meinem Verband für eine Bank-Spezialbeschwörung von meiner Hand. Wie ich das machen, weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich mal. Kostet bestimmt 600 Punkte. Nein. Oh nein, was? What? Unglaublich, aber es kostet mal gar nichts. Auf jeden Fall, was ich machen darf, auch immer, wenn ich Lebenspunkte bezahle, bis zu zweimal pro Runde darf ich eine Karte ziehen, also wenn es für Punkmonster ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter. Und zwar gehen wir in eine Synchro-Aid. Oh. Den beiden lustigen Leuten hier. Und zahlen wir Lebenspunkte und dürfen eine Karte ziehen. Nein, ich habe noch keine Lebenspunkte bezahlt. Da ja, kommt jetzt mit dem Gem Dragon Drive. Was machst du jetzt gleich? Yes, du hast vollkommen recht. Und eins, zwei, ich zahle 600 Lebenspunkte schon mal, damit ich gleich eine Karte ziehen kann in der neuen Kette. Solange du es nicht vergisst. Werde ich schon nicht, Robert, keine Angst. Ja, wer weiß. Ich kenne dich doch. Hier, Schnote als zweites holt mir zurück. Soll ich mal ein bisschen beeilen? Will fertig werden. Soll ich langsamer spielen, Robert? Warte. Nein, bitte spiel schneller. Ich will fertig werden. Okay. Ich muss ins Bett, es ist schon voll spät. Dann darf ich mal. Ich muss um 4:30 aufstehen. Ach, Robert, stell dich nicht so an, dass du bald frei hast, erzählt. Ja, aber toll, das hilft mir halt morgen nicht, wenn ich nächste Woche frei habe. So, du darfst aber abheben, damit ich eine Karte ziehen darf. Natürlich, immer gerne. Also, ich habe mir den Ogre, ne, die beste Punk-Karte der Erde. Ja. So, oder, wie auch immer, so blub. Das alles andere sind Ogre-Karten. So, damit der Robert nicht so viel rummeckert, machen wir auch direkt mal weiter. Dann würde ich nämlich einen Punk verbannen von meinem Friedhof, um eine Spezialbeschwörung von meiner Hand zu machen. Mhm. Tada! Die schöne. Ich mag keine verdeckten Karten. Synchro 11. So schlimm kann er doch nicht sein, die verdeckte Karte. Erstaunlicher Drache, erstaunlicher Drache-Effekt. Ich würde die gerne bouncen. Na gut, dann siehst du zumindest nicht, was da liegt. Richtig. Also so, schade. Da ich weniger Lebenspunkte als Robert habe, habe ich, guck mal, einen Goldstolz-Leo. Goldstolz-Leo erlaubt mir einen, also ich darf ihn besser spezial beschwören. Das dürfen die ja alle. Wenn ich ihn beschwöre, darf ich ein Goldschatzmonster von meinem Friedhof spezial beschwören. So. Das ist auch so ein komisches. Guck mal, da ist ein Nitro-Kopf. Ach, Nitro-Kopf. Der ist 8. So, dann gehen wir damit nämlich direkt meine Synchro 11. Ja, natürlich. Damit der Robert auch was zu lachen hat. Ja. Er ist ja, schon so freudig aufgeregt da vorne. Ja, ich freue mich richtig. Guck mal, den kennst du noch, ne? Oh ja, den finde ich toll. Habe ich mir schon gedacht. Und dann will ich in die Battle Phase gehen, Robert. Ja. Dann kriegt mein Psy-Push-Strafer einen Push von. Rechne. 3.500 Punkte. Das heißt, er hat 7.000, Robert. Ja, lustig, ja, komm an. Ich greife dich an mit Fuchsmelodie. Und jetzt so ein flinke Vogelscheuche oder so, ne? Das wäre so lustig. Komm, ich ziehe mir einfach direkt immer alles ab. Aber Robert. Einfach, weil ich es kann. So. Aber Robert. Ja, so. Ich wollte gar nicht mehr angreifen, nachdem du... Doch, wolltest du. Okay, okay, okay. Ja.